Ob Wohnheim, WG oder Einzimmer-Apartment. Für Studentinnen und Studenten ist vor allem eins wichtig: bezahlbarer Wohnraum. Genau jetzt aber explodieren die Mietpreise. Ein Albtraum für alle. Aber vor allem für Studierende. 140.000 Studentinnen und Studenten bevölkern die Hochschulen in München. Und wie wir alle wissen, ist München die teuerste Stadt Deutschlands. Und das hat natürlich auch für die Studentinnen und Studenten unmittelbare Auswirkungen auf die Wohnraumpreise. Mieten von über 800 Euro sind da eher die Regel als die Ausnahme. Eine Alternative könnten Studentenwohnheime sein. Aber selbst dort, so berichten zwei meiner Zuschauer, explodieren die Preise. Mit zweifelhaften rechtlichen Hintergrund. Und zwar hier. Ein Gebäude in Unterföhring vor den Toren Münchens. Zur Auswahl stehen 20 oder 40 Quadratmeter Apartments. Mit Vollausstattung wie Kochnische und Badezimmer. Dazu kommt noch die tolle Verkehrsanbindung. Eigentlich ein echter Traum für jeden Studierenden. Heute treffe ich zwei, die dieses Angebot angenommen haben. Sie sind 21 und 23 Jahre alt, studieren Gesundheitsmanagement und Informatik. Marie und Philipp. Beide bewohnen ein Einzelzimmer. Heute treffe ich sie in der kleinen Wohnung von Philipp. Und hier ist quasi schon fast Schluss. So ist es, das Studentenleben, ne? Ja. Als Sie hier eingezogen sind, und darum geht es eigentlich, was haben Sie denn da hier bezahlt? Das waren am Anfang 350 Euro. Inklusive der Nebenkosten, also eine Warmmiete. Genau, eine Warmmiete. Das war wann? Das war Ende 2019. Und jetzt, sechs Semester später, soll es wie viel sein? Jetzt sind es dann 720 Euro. Können Sie mir ganz kurz als Student mal ausrechnen? Das ist das Doppelte, kann es sein? Ja. Das Doppelte. Ich versuche mal ganz kurz aufzulisten, ne? Wir können es hier aufschreiben. Im Oktober 2019 zahlte Marie noch eine Kaltmiete von 175 Euro. Dazu kamen Nebenkosten in Höhe von 180 Euro. Das ergibt eine Warmmiete von 355. Der Quadratmeterpreis lag bei 8,75 Euro. Knapp drei Jahre später liegt die Kaltmiete bei 490 Euro. Die Warmmiete beträgt 720. Über 100% mehr. Der Quadratmeterpreis hat sich fast verdreifacht. 720 Euro Warmmiete für ein 20 Quadratmeter Zimmer. Was machen Sie denn neben dem Studium? Ja, versuchen das zu zahlen. Ja. Ist das noch finanzierbar für einen Studenten, ganz ehrlich, 720 warm? Also ohne Unterstützung nicht. Definitiv nicht. Also deswegen muss er jetzt auch ausziehen. Denn das angebliche Studentenwohnheim befristet alle Verträge und nutzt das, um den Studentinnen und Studenten im Jahresrhythmus höhere Mieten abzuverlangen. Wie viel Zeit haben Sie sich zu entscheiden, diesen Vertrag hier anzunehmen? Also ich hatte tatsächlich ganze 2,5 Tage Zeit, um mich zu entscheiden, um Bescheid zu sagen, ob ich jetzt den Vertrag annehme oder nicht. Bitte, wie viel? 2,5 Tage Zeit? Ja. Ui, wohnen Sie denn jetzt hier in einem Studentenwohnheim oder in einer Apartmentanlage? Weiß niemand mehr. Wie weiß niemand mehr? Steht also, da was drauf draußen? Hier auf dem Mietvertrag steht Aparthaus. Aparthaus, und man muss auch immer noch brav die Immatrikulationsbescheinigung abschicken. Student auszuweisen. Um sie als Student auszuweisen. Studentin auszuweisen, natürlich. Genau. Ich kann es kaum glauben, aber mein Zollstock beweist, hier werden tatsächlich 720 Euro für 20 Quadratmeter verlangt. Wir werden nachfragen bei Anwälten, bei der Stadt, bei den Betreibern und werden schauen, dass ihre Mieten ihr Studium nicht killen. Weil darauf läuft es ja hinaus. Irgendwann kannst du nicht mehr für den Preis wohnen. Marie und Philipp brauchen Hilfe. 720 Euro für 20 Quadratmeter sind selbst für den Münchner Mietmarkt ein starkes Stück. In der Redaktion schaue ich mir den Werbeflyer, den Mietinteressenten bekommen, nochmal ganz genau an. Alles schön bunt hier. Mensch, wenn es sowas zu meiner Studentenzeit schon gegeben hätte. Kleine, schicke Apartments, wirklich für Studenten gemacht und so auch verkauft. In der Hochglanzbroschüre des Investors, dem das alles gehört. Und der vermietet, also der Vermieter
unserer Zuschauer auch. Und was hier nicht alles beschrieben ist, 20 bis 40 Quadratmeter, die Ausstattungsmerkmale, schauen Sie mal, Dusche, Toilette, Kühlschrank mit 3 Sterne, Gefrierfach, Mikrowelle, totschick. Das Einzige, was ich auf dieser Broschüre nicht finden konnte, auch nicht ganz unten im Kleingedruckten, nee, richtig, sind Preise. Aber gerade die spielen doch bei Studentinnen und Studenten eine entscheidende Rolle. Das weiß kaum jemand besser als die studentischen Vertreter. Ich besuche an der TU München David und Sebastian. Sie sind Mitglieder der studentischen Vertretung. Eines ihrer größten Anliegen, fehlender, bezahlbarer Wohnraum für ihre Kommilitonen. Als Student in München kriege ich in München gar keinen geförderten Wohnraum. Richtig, aktuell ist das leider so. Das Auswahlverfahren der Stadt sieht vor, wer noch bei seinen Eltern wohnen könnte, wird von den Bewerbungen für einen staatlich geförderten Wohnheimplatz ausgeschlossen. Nur Studierende ohne direkte Wohnmöglichkeit in München kommen für einen Platz in Frage. So, und nun sind die Studentenwohnheime, und das insbesondere mit dem wir uns hier beschäftigen, ein bisschen ein Sonderfall. Wer bezahlt sie, wer fördert sie und kommen ihre Kommilitonen da auch wirklich vernünftig zum Wohnraum? Ja, ich glaube, bei einem Wohnheim muss man generell unterscheiden, weil es verschiedene Arten von Wohnheimen gibt. Ich würde sie in 3 Kategorien kategorisieren. Mhm. Es gibt einerseits die vom Studierendenwerk München und die haben einen gesetzlichen staatlichen Auftrag, Wohnraum bereitzustellen. Und da gibt es ungefähr diese 10.000 Wohnheimsplätze. Viel zu wenig, kriegt fast keiner einen Platz, wenn es viel klingt. Richtig. Und dann gibt es noch einmal private Anbieter, die vielleicht kirchlich oder sozial sind. Da sind die Mieten auch noch ganz okay, aber das ist zu wenig. Und als 3. Kategorie gibt es noch die privaten Wohnheime, die wirklich komplett privat, komplett wirtschaftlich handeln. Und da sind die Preise auch wieder exorbitant hoch und gleichen sich dem Münchner Mietmarkt an. Um genau ein solches Wohnheim handelt es sich in unserem Fall. Privat betrieben und gewinnorientiert. Es gibt durchaus günstigere und offizielle Wohnheime in München. Durchschnittsbruttomieten liegen da bei 346 Euro. Der Haken? Bis zu 7 Semester Wartezeit sind hier keine Seltenheit. Dann ist das Studium bei vielen schon vorbei. BAföG kriegen eh schon die wenigsten Studierenden. Und wenn dann noch das gesamte BAföG-Geld oder fast das gesamte BAföG-Geld für Wohnraum drauf geht, wovon soll ich denn dann leben? Ich muss mir noch Bücher kaufen, ich muss mir Kleidung kaufen, ich muss irgendwie durch München fahren, ich brauche ein Ticket. Ich muss in die Mensa gehen, zumindest bevor irgendwas. Weil man einmal in der Woche darf man ja auch ausgehen als Student. Das Leben schön, ist aber so das eigentlich nicht finanzierbar. Nein. Ja, nee. Steigende Mieten in Studentenwohnheimen sind nicht nur in München ein Thema. Auch in Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln und Leipzig. Diese Städte gehören zu den studentenstärksten Deutschlands. Die durchschnittliche Warmmiete von staatlichen Studentenwohnheimen reichen dort von 234 in Leipzig bis zu 346 Euro in München. Bei meinen Zuschauern in Unterföhring sind es 720 Euro. Gibt's denn, ich meine, Studenten sind auch schnell in politischen Forderungen, wie wir wissen. In diesem Fall finde ich die höchste angebracht. Was fordern Sie von der Politik da draußen, dass es möglich macht, dass Studenten und Studentinnen hier in München wieder bezahlbar wohnen können? Ganz klar, es müssen mehr Studierendenwohnheime her. Ja. Zwar nicht unbedingt in der Münchner Innenstadt, aber wir haben auch einen Riesencampus direkt neben München in Garching. Und da ist noch sehr viel Platz am Campus. Es studieren 20.000 Studierende da. Kein einziges Wohnheim ist direkt am Campus. In Garching-Stadt sind auch nur kleine Wohnheime. Und wenn das jetzt wieder die private Wirtschaft übernimmt und nach 1-2 Jahren, nachdem die Förderung eingestrichen und ausgegeben ist, das Ganze so massiv erhöht, bringt es ja auch nichts, oder? Hauptsache, es gibt wieder geförderten Wohnraum, und zwar eine Offensive wie in den 70er Jahren, wo die letzte geändert hat. Und weder in den 70ern noch heute würde ich mich jeder studentischen Forderung anschließen wollen. Dieser schon. Ich rechne aus, wie viel die Bewohner in Unterföhring pro Quadratmeter bezahlen. Basiswert ist dabei die Kaltmiete von 2022. 21,50 Euro pro Quadratmeter, da schlackern mir die Ohren, wobei wir sind hier einiges gewohnt. Wir produzieren hier in München ein teures Pflaster. Gleich nebenan sozusagen gibt es in Unterföhring teure Mieten. Aber so teuer? Ich lege einen Annäherungswert für die Durchschnittsmiete in Unterföhring zugrunde und vergleiche mit dem zuvor errechneten Quadratmeterpreis des privaten Wohnheims. Und da sieht man schnell, dass in diesem Studentenwohnheim die Preise 15%
über den ortsüblichen liegen. Ja, und vergessen wir eines nicht, dieses Angebot sollte sich ja eigentlich an Studenten wenden. Sollte also, zumindest nach meinem Verständnis, deutlich unter dem Mietspiegel liegen. Ich stelle mir die Frage, wer vermietet da was? Sind das jetzt hier Studentenwohnheime, Apartmenthäuser? Wir müssen uns dort bewerben. Ich kann das nicht mehr, bin aus dem Alter raus, meine Kolleginnen schon. Wenige Tage später haben Kollegin Sonja und Lockvogel Sven einen Besichtigungstermin in dem Wohnheim. Werden sie über die möglichen Mieterhöhungen und die kurzen Entscheidungsfristen aufgeklärt? Und wie rechtfertigt das private Wohnheim die hohen Mietpreise? Das waren jetzt wie viel? 720, sagten Sie? Genau. Und mit der Laufzeit, da stand jetzt drin bis 30.09. Und so 2-3 Monate vorher bekommen Sie intern von uns eine E-Mail, ob Sie einen neuen Mietvertrag abschließen möchten. Ah, okay. Aber kann man das nicht irgendwie länger machen? Das entscheidet immer das Management, die Geschäftsführung, wie lange Sie Verträge rausgeben. Okay. Entweder ein halbes Jahr oder ein Jahr maximal. Warum macht man das so? Weil wir immer wieder kontrollieren müssen, ob es Studenten sind. Aber preislich bleibt es dann bei den 720? Kann ich Ihnen nicht sagen. Das wird immer wieder neu berechnet. Die Vertreterin der Verwaltung kündigt eine mögliche Mieterhöhung also explizit an. Eine fatale Falle, in die auch meine Zuschauer Marie und Philipp getappt sind. Ihre Miete hat sich innerhalb von 2 Jahren um sage und schreibe 75% erhöht.